Hat ein Patient Schwindel durch einen erhöhten Blutdruck, dann sollte er den Blutdruck optimal einstellen lassen durch seinen Hausarzt, dann verschwindet auch der Schwindel. Hat ein Patient Schwankschwindel, dann gilt es zunächst die Ursache herauszubekommen beim Neurologen oder Hals-Nasen-Ohrenarzt. Findet man die Ursache, kann man dann auch behandeln. Wenn Schwindel morgens auftritt, kann es sein, dass er assoziiert ist zu einem sehr niedrigen Blutdruck. Das muss man messen. Manche Menschen empfinden auch Schwindel dann, wenn sie besonders müde sind. Häufig ist es dann so, dass sie ohnehin Schwindel haben und sich diese Beschwerden unter Müdigkeit verstärken, wie andere Beschwerden auch. Stress kann Schwindelbeschwerden verursachen auf vielfältige Weise. Zum einen, dass der Blutdruck sehr hoch geht in stressigen Situationen und dann Schwindel empfunden wird. Andererseits aber auch, dass psychologischer Stress das Gefühl des Schwindels macht. Schwindel ist dann eine psychologische Überforderung und es kommt dann darauf an, dass man langfristig den Stress reguliert.